Einen schönen guten Tag. Zwei Kernbotschaften. Erstens, wir schaffen heute Klarheit für die Menschen, für die Region und für das Unternehmen. Und zweitens, der Tagebau wird verkleinert. Rot-Grün hat sich darauf verständigt, dass Garzweiler 2 nicht wie geplant vollständig realisiert wird. Politisches Ziel ist es, die Tagebaufläche entsprechend zu verkleinern. Neben der Erklärung, die jetzt notwendig ist, der energiepolitischen Notwendigkeit für den nächsten dritten Umsiedlungsschritt, ist es politisches Ziel, zu konkretisieren in einer Leitentscheidung, dass keine weiteren Umsiedlungsverfahren mehr durchgeführt werden müssen. Hiermit schaffen wir Rechtssicherheit und Klarheit für die Menschen, für das Unternehmen und für die Region. Deshalb ist es ein guter Tag für die betroffenen Menschen, die Region, aber auch für die Klimaschutzpolitik, denn wir gehen den Weg Richtung eines neuen Energiezeitalters mit einer neuen Energiestruktur. Dafür braucht es Übergänge und Brücken, und auch an diese Brücken haben wir gedacht. Wir schließen damit ein Kapitel und eröffnen gleichzeitig ein neues Kapitel, und das ist ein gutes Signal. Der Koalitionsvertrag wird umgesetzt, indem die Effizienzgewinne, die wir dort auch formuliert haben, der Region und den Menschen zugutekommen. Und deshalb ist heute auch Klarheit in der weiteren Perspektive. Vielen Dank, Herr Remmel. Ich glaube, Herr Römer macht jetzt weiter.